letzten Film haben wir dann Zukunftsreligion. Genau, zu dem kommen wir nämlich jetzt, ne? Das ist Star Trek 5, der Film von der Star Trek Kinofilm, der sich sicherlich am meisten mit dem Thema Religion beschäftigt. Und er wurde inszeniert vom Meisterregisseur William Shatner. Schauen wir mal rein. From a relaxing vacation on Earth. Greetings, Captain. I do not think you realize the gravity of your situation. To the most perilous reaches of space. Only one crew dare travel where no man has ever gone before. We'll need all the power you can muster, mister. On a desolate planet, a renegade Vulcan seeks ultimate knowledge. To find it, we'll need a starship. And he will stop at nothing to get it. I dreamt that a madman had taken over the Enterprise. You look like you've just seen a ghost. Perhaps I have, Captain. Our destination is the planet Sha'Kari, Eden, at the center of the galaxy. The center of the galaxy can't be reached. If you ask me, and you haven't, I think this is a terrible idea. We're bound to bump into the Klingons. Remain on course. To Kirk, he's a fanatic to be fought. You know we'll never make it through the Great Barrier. I say the danger is an illusion. To the crew, he's a mystic to be followed. Cyborg has simply put us in touch with feelings that we've always been. I have to get back to the transporter. To Spock, he's the past he must confront. Shoot him! You know I'm right. Spock, my only concern is getting the ship back. And you're either with me or you're not. Put him in the brig with Captain Kirk. But I'm a prisoner on my own ship. What are you standing around for? Do you not know a jailbreak when you see one? Mr. Scott, you're amazing. There's nothing amazing about it. I know this ship like the back of my hand. Emergency channel open. A hostile force has taken control of our vessel. Put us on a direct course with the Great Barrier. Understood, Enterprise. We are dispatching a rescue ship immediately. Kirk! Bird of Prey bearing 105, Mark 2. Let me do something. Mr. Sulu, full ahead. Transfer power to warp drive. Warp speed now. The greatest Enterprise of all is adventure. Star Trek 5, The Final Frontier. Die Trekkies freuen sich. Und in Star Trek 5 macht sich die Mannschaft der Enterprise auf zu dem Planeten Nimbus 3. Dort hat der Vulkanier Cyborg eine Gruppe Anhänger um sich geschart und es gelingt ihm dann sogar, die Enterprise zu übernehmen. Die braucht er, weil er auf der Suche nach Gott ist. Doch als man den tatsächlich zu finden scheint, ist dieses ein sehr fragwürdiges Wesen und Captain Kirk stellt seine berühmte Frage, wozu bitte braucht Gott ein Raumschiff? Star Trek 5 hat keinen besonders guten Ruf, auch nicht unter den Fans, sondern gilt als einer der absoluten Schwachpunkte der Reihe und das wird oftmals der Regie von William Shatner zugeschrieben. Der durfte den Film nur deshalb inszenieren, weil die beiden vorigen Filme von Leonard Nimoy gemacht wurden. Und hier ich auch und Gleichberechtigung und ne, das hätte er sich, da das Ego verlangte, ist, dass auch Shatner einmal in den Regiestuhl klettert. Der setzt halt ein bisschen mehr so auf Action, Handkamera und so. Und das Ganze ist gleich eine ganze Nummer kleiner. Der Film war kein kommerzieller Misserfolg. Wird nicht hoch gewürdigt, nicht hoch geschätzt. Und hätte beinahe für die Star Trek Kinoserie das Aus und das Ende bedeutet. Ja, ist ja auch im Original The Final Frontier, ne? Ja, aber das ist ja eine Äußerung, die schon aus der ursprünglichen Serie stammt. Achso, das wäre schon so ein Hinweis gewesen, dass man da... Nee, du kennst doch von der ganz alten Serie der Vorspann Space, The Final Frontier. Diese ja, ja, okay. Voyages. Aber ich dachte, es wird trotzdem so genannt, weil man gesagt hat, okay, mit dem Film hören wir auch auf. Ne? Man wusste es halt nicht genau. Dass es weiterging, liegt letztendlich daran, also Star Trek 6, das unentdeckte Land, wurde dann ja wiederum ein sehr großer Erfolg. Ja, ja. Wurde aber auch deshalb gedreht, weil eben gleichzeitig ja anfing, die Fernsehserie Next Generation sehr populär zu werden. Und die ganze Marke Star Trek war wieder im Aufwind. Ohne den TV-Erfolg hätte es, glaube ich, nach Star Trek 5 keinen weiteren Kinofilm erstmal gegeben. Und zum Glück gab es dann ja einen besseren Film als Abschluss für die alte Crew. Wohl war, ja. Wobei,
auch wenn wir jetzt hier darin einstimmen, ich mag den Film schon ein wenig, also ein bisschen. Ich finde ihn nicht ganz schlimm. Ich sage auch nicht, dass es der schlechteste der ganzen alten Star Trek Filme ist. Ich fand Star Trek 1, der ist zwar künstlerisch wertvoller und besser gemacht, aber der ist halt langatmig und sehr, sehr dröge inszeniert. Und ich mag auch den Teil 3 nicht, auf der Suche nach Mr. Spock, der so dieses Mittelstück der Trilogie, der nichts Halbes und nichts Ganzes ist für mich, den fand ich auch fad. Star Trek 5, ich finde ihn zumindest kurzweilig und unterhaltsam. Und er hat ein paar sehr schöne Szenen, vor allen Dingen am Anfang. Also wo die drei, McCoy, Spock und Kirk, Urlaub machen gemeinsam am Lagerfeuer und singen. Ist auch wahrscheinlich Geschmackssache, können einige auch albern finden. Das sind eigentlich noch die besten Szenen des Films, finde ich. Danach baut er eigentlich immer mehr ab. Aber ich finde ihn als reinen Action-Abenteuerfilm und Shatner wollte ja anscheinend auch genau so etwas nur machen, finde ich ihn eigentlich sogar noch okay. Also nicht völlig misslungen, das würde ich nicht sagen. Also ich finde, es ist von den 6 Star Trek-Filmen der alten Crew der schlechteste. Das ist meine klare Meinung. Ich finde, es ist totaler Humbug. Die ganze Geschichte, die hier erzählt wird, Shatner hat auch eine schlechte Regie gemacht, muss man klar sagen. Ja, gut, natürlich, da stimme ich zu. Beim Drehbuch ist immer die Frage, da muss man ja auch irgendwie gegen arbeiten müssen, wenn das Drehbuch, wenn die Story auch irgendwie Humbug ist. Ich verstehe auch einfach nicht, weil der 4. Teil ist ja nun wirklich auch ein grandioser Film gewesen und der 6. Teil auch, warum man zwischen 2 so grandiosen Star Trek Filmen so einen schlechten Film drehen kann. Na, das war ja nicht geplant. Ne? Also der 6. war noch nicht in Sichtweite. Nee, klar, aber trotzdem, dass es einen solche Unterschiede geben kann. Der 4. hat ja eine Trilogie abgeschlossen. Die Filme 2, 3 und 4 erzählen ja letztendlich eine fortlaufende Geschichte mit Spocks Tod, seine Wiederauferstehung, Enterprise-Vernichtung, Rehabilitierung der alten Crew und so weiter. Ja, ja, ja. Das war ja zu Ende, gut. Also musste man ja was Neues machen. Ja. Erstens, wir müssen eine neue Geschichte machen. Zweitens, Bill Shatner besteht darauf, Regie zu führen. Und dann war das Ganze natürlich trotzdem noch ein Kompromiss aus dem, was Shatner wirklich machen wollte und dem, was das Studio ihm dann zugestanden hat. Der reine Film, den er machen wollte, hätte auch noch wieder ein bisschen anders ausgesehen. Ne? Und so kam letztendlich ein Twitter dabei raus, der keinen zufriedengestellt hat. Was ist denn bei den Fans der beliebteste aus der Reihe? Ich glaube, der 4. Ne? Wie weit wollen wir denn gehen? Jetzt nur die alte Crew oder auch die neue? Der 2. Zorn des Khan ist sehr beliebt. Der 4. Zurück in die Gegenwart. Zeitreise Wale war sehr erfolgreich beim Mainstream-Publikum, die außerhalb der Star Trek-Fanbase. 6, den wir hier neulich auch schon mal verlost hatten, weil er es knapp nicht in das Finale zu Justizgerichtsdramen gebracht hatte. Gilt allgemein als sehr gut. Und von der neuen Crew natürlich First Contact, der erste Kontakt, also der 8. Film der Reihe insgesamt. Und damit sieht man ja auch diese berühmte Regel, ja, weiß, dass immer die geraden Teile die guten Star Trek-Filme sind und die ungeraden sind die schlechten. Also es gab 10 Filme der alten Reihe, bevor jetzt der Reboot erfolgte. Und die Faustregel ist, die mehr oder weniger zutrifft, dass die ungeraden Filme die schwachen sind und die geraden die guten. Und das trifft auch im Großen und Ganzen erstaunlich genau zu. Also mit welchem Film sollte man beginnen, wenn man als völliger Neuling da jetzt mal so mit dem 4. Da reisen sie ja zurück in die 80er Jahre, sind auf der Erde und es ist total lustig, wenn Spock mit Punkern im Bus sitzt und so. Ja. Das ist das eine Komödie. Die Gags da auch das ist eine so unglaublich gut, witzige Komödie. Die Gags da auch nicht so gut gealtert. Das heißt, man muss also nicht den 1., 2., 3. dafür vorher schon gesehen haben. Nein, okay. Musst du nicht. Nein. Ja, ich kann dazu. Ja. Ich krieg jetzt hier den 5. Teil um die Ohren geschmissen. Ja, aber der steht trotzdem ziemlich für sich. Du brauchst das. Der erste Star Trek, ja. Aber das ist nicht das Problem. Viel Vorwissen brauchst du für diesen Film an sich nicht. Außer dass du die Figuren vielleicht nicht gut kennst. Ich persönlich fand auch, was du gerade angesprochen hast, die Szene am Lagerfeuer sehr schön. Ich dachte, die hätten mal viel mehr menschlicher Sachen sein. Das finde ich aber auch fast schon ein bisschen. Doch, das finde ich witzig. Wobei das war diese so eine aufgesetzte Selbstironie. Ach, wir sind die sitzen da am Feuer und singen und das finde ich schön. Denn diese Szenen geben ja eher was den Fans, die mit den Charakteren schon sehr vertraut sind. Das warst du ja jetzt eigentlich nicht. Überhaupt nicht, keine Ahnung. Naja, also warum heißt der in Deutschland nicht am Rande des Universums, wenn sie ja eigentlich im Zentrum der Galaxie reisen? Das ist ja auch totaler Schwachsinn. Ja, ist es. gut, dass dir das auch auffällt. Ich dachte schon, nur wir wären das irgendwie. Nee. Ja, das ist ganz komisch, ja. Ja, es stimmt nicht viel an dem Film. Nee. Aber ein paar Sachen. Die Hauptschuld gibt man tatsächlich William Shatner, der hier bewiesen hat, dass er nicht so viel Regietalent hat wie sein Kollege Nimoy. Aber das natürlich auch irgendwie nicht wahrhaben wollte, weil sein Ego ist halt schon groß. Warum hat man den Nimoy nicht weiter drehen lassen, wenn wir in die Filme so ein großer Erfolg waren? Hat man doch. Man hat ihm ja 2 Filme machen lassen. Ja, warum haben wir nicht den 5. auch noch gemacht? Weil Shatner dann sagt... Dann spiele ich nicht mit. Ach so, echt? Ach so, weiß man nicht. Oh, ja, wahrscheinlich. Ich meine, den 6. hat ja dann wieder ein anderer Regisseur gedreht. Aber keiner von denen dann. Ne?
Hätte ja auch noch irgendwann noch, auch noch hier noch DeForest Kelly auch noch ankommen können. Ich meine, oder will auch Regie führen. Ja, später ging es ja so weiter. Also der sehr gelobte erste Kontakt von der Next Generation ist ja von Jonathan Frakes, der Commander Riker. Stimmt, gespielt ja, genau. Hat. Also das war durchaus nicht unüblich. Bei den Fernsehfolgen durfte tatsächlich fast jeder mal ran. Ne? Ja. Also den Schauspieler auch mal eine Folge offiziell Regie führen und so. Das ist auch bei Dallas so verbreitet gewesen. Mhm. Wenn Larry Hagman eine Folge gemacht hat, dann wollte Patrick Duffy auch. Genau. Und das ist hier letztendlich auch so. Ne? Ja, ja, gut. Da gab es schon ein gewisses Ego zu befriedigen. Aber letztendlich ist mit dem Film niemand so richtig glücklich geworden. Ne? Nee. Er hat ein paar gute Szenen. Ich fand also neben den, die Anfangsszenen mir gefallen, zum Beispiel auch die Szene, in der Scheibock ja in die Erinnerung, das Gehirn der anderen eindringt und da so unangenehme, traumatische Erfahrungen hervorbringt, bei McCoy vor allen Dingen. Die finde ich zum Beispiel auch, fand ich durchaus beeindruckend, die fand ich auch gut. Es gibt ein paar gelungene Momente in dem Film. Ich finde übrigens, dass Scotty und Uhura eine total kleine Rolle in dem Film spielen. Ja. Die tauchen so zwischendurch mal auf. Das ist doch eigentlich mit auch der Kult, dass die auch mit eingebunden werden. Ja, auch da ist es halt nicht gelungen, jedem einen vernünftigen Part zu geben. Nee. Was ja immer die Kunst ist bei 7, 8 Charakteren, ja, dass alle zur Geltung kommen. Also, ne? Uhura hat ja nur, als sie auf dem Planeten da landen, so eine und kleine Rolle. Und Scotty ist auch nur zweimal zu sehen, irgendwie rennt da im irgendeinem Gang rum und das war's dann. Fand ich ein bisschen schade. Nee, natürlich hat Shatner sich auch eher selbst in den Mittelpunkt gesetzt. Vor allen Dingen im Finale dann, wo es halt um Gott und das Raumschiff geht. Ja, genau. Na, so eine kleine Diva zu sein, ne? Also, das schon. Das aber wobei er ja immer in einer Art auftritt, dass man es ihnen nicht böse sein kann, weil er das auch immer alles so ein bisschen durchaus selbstironisch macht. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.